Gaza ist wie Hiroshima. Die palästinensische Regierung, Gazastreifen, ist fast einer Atombombe ausgesetzt. Die Granaten, die über den Köpfen der Zivilbevölkerung in Gaza einschlugen, kommen einer Atombombe gleich. Und das Gesundheitssystem ist wegen des anhaltenden Scheiterns des Sicherheitsrates völlig außer Betrieb. Gaza und Hiroshima. Ein Vergleich laut der palästinensischen Regierung, dass die von der israelischen Besatzungsarmee auf Gaza beschossene Sprengstoffe die Atombombe ähnelt, die im Zweiten Weltkrieg auf Hiroshima abgeworfen wurde. Die riesige Menge an Sprengstoff richtet sich gegen Wohnhäuser, Moscheen, Krankenhäuser und Kirchen. Sogar UNRWA-Schulen wurden verschont, die ankündigten, dass sie den Vertriebenen im Gazastreifen keine Dienste mehr anbieten können. Die Erklärung des UNRWA war jedoch nicht die Anzeige katastrophaler Meldung, die kürzlich im Gazastreifen gemacht wurde. Die palästinensische Gesundheitsbehörde teilte mit, dass das medizinische System im Gazastreifen vollständig ausgefallen ist, sodass Tausende von Kranken und Verletzten und sogar Vertriebene dem Risiko des Todes ausgesetzt sind. Wer die Bombardierungen und Krankheiten im Gazastreifen überlebt, würde vielleicht Hunger und Durst nicht ertragen. Die Besatzungsarmee haben 8 Bäckereien in ihre Liste der Ziele im Gazastreifen aufgenommen, von denen einige in den südlichen Gebieten liegen, in die sie die Bewohner des nördlichen Gazastreifens zur Flucht aufforderten, um sie dann zu bombardieren. Die humanitäre Katastrophe in Gaza reichte jedoch nicht aus, um einen Konsens im Sicherheitsrat herbeizuführen, der den amerikanischen Resolutionsentwurf zum Gazastreifen ablehnte, nachdem Russland und China ein Veto dagegen eingelegt hatten, bevor der Rat auch den russischen Resolutionsentwurf nicht annahm. Der amerikanische Resolutionsentwurf verurteilte den Angriff vom 7. Oktober und bekräftigte das Recht auf Selbstverteidigung gegen das, was er als Terrorismus bezeichnete. Der russische Entwurf verurteilte den Angriff ebenfalls, lehnte aber die Angriffe auf Zivilisten im Gazastreifen und die Maßnahmen ab, die zur Belegerung des Streifens führen. Innerhalb Israels warten alle immer noch auf Nachrichten über die Bodenangriff auf Gaza. Amerikanischen Zeitungen zufolge hat Tel Aviv den Angriff jedoch verschoben, bis Washington ein Raketenabwehrsystem in die Region schickt. Dies fehlt zusammen mit der Evakuierung von Tausenden von Bewohnern der Grenzgebiete zum Libanon und der Warnung vor einem Großangriff auf die Siedlungen rund im Gaza sowie die Aufforderung an die Bewohner, in Notunterkünften zu bleiben.